Dragon Ball Masters geht in die nächste Runde. Für Gogeta und Broly schlägt deren Stunde. Hallo, Saiyajin-Freunde. Es ist soweit. Auch ein neues Set von Dragon Ball ist endlich da. BT26. Und Leute, wie krass ist das eigentlich? 26 Sets. Und auch hier haben wir die Möglichkeit auf eine God Rare. Das wäre natürlich unser Ziel, endlich hier auch mal eine God Rare live zu pullen. Für Dragon Ball. Wir drücken die Daumen. Ihr seht schon, Gogeta hier im Shining Blue Modus. Ja, perfekt. Und unser fetter Broly. Wer gewinnt? Wer gewinnt? Das ist die große Frage. Wir gucken uns das jetzt an. Wir machen das auf und gucken jetzt auch hier bei Dragon Ball ganz nice. In der Regel immer ein kleiner Boxtopper noch mit dabei. Unsere SR in dem Fall mit Cell, also die haben wir schon mal eingetütet. Cell an sich, ich finde es immer noch eine geile Story. Und ja, 24 Booster. Wir rippen das ganze Ultimate Advent. Also ich weiß nicht, ob das wegen den Farben oder I don't know. Aber ja, ich muss einfach direkt an Weihnachten denken. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Schreibt das gerne mal unten rein. Außerdem denkt dann natürlich gleich mal an das kostenlose Abo. Einfach draufklicken. Lasst ein bisschen Liebe da. Ich freue mich sehr über diesen Support. So, wie wir gesehen und gehört haben, eine God Rare ist mit drin. 3 Secret Rares. Und natürlich jetzt wieder Back to the Roots, Leute. Ihr wisst, ich heiße Saiyajazz. Dragon Ball ist mein Metier und es gibt schon diese Momente, war eigentlich ganz geil, ne? Rest and Wait, gerade mit den Cyborgs, mit Cell ging das Ganze los. Das waren auch einfach richtig, richtig geile Momente und ein geiler Kampf. Das ist, ja, meine Lieblingsstories, meine Lieblingsarc auf jeden Fall. Deswegen mag ich das sehr. Trunks, Future Trunks war nice, wo rauskam vor allem. Wer denn der Vater oder Vater und Mutter von Trunks ist? What? Bam! Nice! Unser Android 17, C17 und Hellfighter 17. Nice! Cooles, cooles Artwork. Das konnte halt Dragon Ball schon immer. Man muss halt leider sagen, Dragon Ball Masters, es gibt ja auch Fusion World, die Community in Deutschland ist halt nicht so groß. Ne? Es gibt ein paar Sammler, es gibt ein paar Spieler, aber leider nicht so diese ganz große Masse. Ist eigentlich echt schade. Nice. Und direkt nochmal eine SR hinterher mit C17 und Freezer. Okay, wir haben jetzt natürlich wieder Daima, meine Lieben. Ne? Also das kann man sich reinziehen. Aber ja, es ist halt nicht so aktuell, muss man einfach sagen. Rare. Und nochmal eine SR. Also hier das Dreier-Pack mit noch einer super rare dahinter. Das ist halt das Ding bei Dragon Ball und auch so bei Digimon. Ihr wisst, das liebe ich ja auch. Die Animes sind halt in Deutschland einfach gar nicht mehr so bekannt, nicht so vertreten, werden nicht überall gezeigt. Deswegen ist das relativ schwierig. Hey, da ist er endlich mal. Der erste Broly, bei dem die God Rares hier immerhin bei Dragon Ball eingeführt wurden, gibt es ja schon gefühlt auch nochmal trotzdem wieder ein paar mehr Sammler, die darauf eingehen. Oh mein Gott, dieser Typ, ne? Also manche Sachen sind ja auch sehr freaky. Auf, die Secret Rare. Let's go! Wie geil ist das denn? Da haben wir doch wenigstens mal hier einen großen Hit. Leute, guckt euch das an. Das ist schon richtig geil. Also, einen fetten Fisch haben wir hier geangelt. Unser Shining Blue Strongest Warrior. Mit Vegeta, Super Saiyajin Blue. Boah. Okay, die sehen schon geil aus. Jetzt brauchen wir die aber noch als God Rare, please. Die verschiedenen Steps, ne? Nochmal mit dem Super Saiyan 3, auf einmal die langen Haare, dann 4 wieder so ein bisschen zurück zum Affenmodus, ne? Also, es gibt die verschiedenen Stufen bei den Saiyajins und irgendwie musste man sich ja was einfallen lassen. Es gibt auch dann noch den Ultra Instinct, auch hier in der perfekten Form zum Beispiel oder nicht. Also auch da wurden nochmal die Unterschiede gemacht. Etwas Neues ausgedacht werden, irgendwie braucht es ja immer eine Steigerung. Ne? Die Kämpfe müssen ja irgendwie so nach dem Motto krasser und die Gegner auch gefährlicher werden.
Und entsprechend braucht man ja irgendwie ein bisschen Anpassung, ne? Also mussten hier vor allem wieder die Haare dran glauben. Und die wurden vor allem dann natürlich mit den anderen Stufen geändert. Sweet, Super Rare, Son Goku, Deadly Combat Settled. Okay, I see. Dragon Ball Z ist einfach für mich immer noch die geilste Story, ne? Ich bin ganz, ganz ehrlich, für mich noch die geilste Serie davon. Und wie seht ihr das? Ich bin sehr gespannt. Ja. Hier auch nochmal Gogeta als Super Rare. Alles gehört natürlich irgendwie dazu. Aber für mich Dragon Ball Z, auch geil. Schön mit Vegeta da drunter weggehauen. Ja, also auch die anderen haben natürlich geile Szenen. Dragon Ball, das ganz klassische. Über Dragon Ball GT müssen wir nicht reden. Das wisst ihr schon. Meine Meinung dazu. Dragon Ball, super. Yes, also natürlich wird die Story ein bisschen weiter gemacht. Nochmal C17, hier halt quasi in der Team Evil Version. Ich finde halt, da haben sich die Charakter so ein bisschen verändert, ne? Also ich finde auch, Vegeta ist nicht mehr so ganz Vegeta. Das finde ich halt ein bisschen schade. Ihr wisst es, er ist ja mein Held. Deswegen tut das da schon ein bisschen weh, wenn der so ein bisschen aus seiner Rolle fällt, ne? Diese Bingo-Szene natürlich legendär. Aber es tut auch ein bisschen weh. Es tut auch ein bisschen weh. So Schabernack treibt. Schreibt das gerne unten rein, ne, wie eure Meinung dazu ist. Findet ihr das auch oder seht ihr das einfach komplett anders? Würdet ihr sagen, hey, die entwickeln sich weiter? Cell nochmal, let's go, bald am Explodieren. Oder sagt ihr, es muss so sein? Also auch das gerne mal unten kommentieren. Ich bin sehr gespannt. Auch wenn ihr mehr nochmal wieder von Dragon Ball sehen wollt, sagt das sehr gerne. Samasu, so ein Altart-Leader wäre auch mal nice, ne? Ich überlege gerade, ich glaube, den haben wir auch noch nicht gezogen. Wäre einfach auch mal ganz sweet. Sera Battle und nochmal C17 als Rare. Ein paar Booster haben wir noch. Let's go, wir schauen mal. Genau, Altart-Leader wäre auch mal was, ne? Könnten wir hier auch noch mal gebrauchen. Ich fand, mit den Androids gab es eigentlich die geilsten Szenen. Auch der Kampf mit C17 und Vegeta, das ganze Aufsaugen, also Cell wollte seine perfekte Form erreichen. Ich fand, da steckte so viel drin. Mit Buu, es war ja alles dann so ein bisschen Übergang, ne? Aber ich fand das richtig cool. Und die Folgen auch sehr, sehr nice. Auch mit Vegeta dann zum Beispiel, mit natürlich, dass er böse wurde, Majin Vegeta sich da... Naja, angeblich, es war ja gewollt am Ende, ne? Und nicht, dass er wirklich übernommen wurde. Mit den Fusionen, da fing es auch an. Also deswegen, ich finde, da gerade in den letzten steckt einfach so viel drin. Oh, nochmal Super Saiyajin. Hier war noch der Stonework, unser Minecraft-Cell dazwischen. Okay, also Secret Rare. Eine Special Rare hatten wir dabei. Let's see. C18 kommt hier gar nicht so zur Geltung, ne? Die spielt irgendwie hier gar keine Rolle. Nur unser super C17. Last Pack Magic. Das letzte Pack. Secret Rare haben wir, aber leider nicht die God Rare, glaube ich. Let's see. Last Pack Magic. Come on. Come on. Und nein. Unser Gogeta im letzten Pack. Die God Rare zu pullen wäre ein Traum. Die Artworks sind cool, aber es kann mich nicht ganz vom Hocker hauen. Also, wie ihr seht, wie gesagt, die Artworks feiere ich, das Foiling immer schon geil bei Dragon Ball, ne? Deswegen bin ich da auch ein großer Fan. Aber an sich, das Set, irgendwie war es jetzt bei mir auch echt sehr C17-lastig. Ich weiß nicht warum. Es gibt natürlich auch noch einige andere Karten. Aber ja, das Set, würde ich sagen, ist okay. Cool. Aber auch nicht wow. Schreibt mal gerne eure Meinung unten rein. Seht ihr das genauso? Vielleicht hattet ihr natürlich auch noch ein paar geilere Hits. Direkt mal Daumen nach oben da lassen, kommentieren. Guckt direkt doch hier in das andere Opening rein. Dann sehen wir uns auch das nächste Mal schon wieder. Eure Saiyajazz.